Jesus baut seine Gemeinde und die ist so anders als das, was wir bis jetzt um uns herum sehen. Und die einzige Möglichkeit, uns vom Status quo zu lösen, ist, dass wir ganz tief ins Wort schauen mit dem Heiligen Geist zusammen und immer wieder fragen, okay, was bedeutet das, was da steht und welche Konsequenzen hätte das, wenn wir das wirklich anwenden würden? Und dann gehen uns die Augen auf zwischen dem Unterschied, was wir heute an vielen, vielen Stellen, an den allermeisten Stellen vorfinden und das, was der Plan Gottes ist. Wir brauchen eine Vision, wir brauchen eine Sicht, wo es hingeht. Und wir brauchen eine Gewissheit, das ist nicht eine menschliche Idee, sondern das ist im Herzen Gottes. Und es wird kommen, es wird geschehen. Und wir wollen Teil sein einer Gemeinschaft von Menschen, die ihr Leben geben, die dafür kämpfen, dass das wirklich zustande kommt. Wir sind in Zeiten der Transformation und der Veränderung. Und heute kommt ein ganz markanter Punkt. Und da werden uns die Augen aufgehen und wir werden sehen den Unterschied zwischen, wie Gott sich Gemeinde vorgestellt hat und was wir heute so daraus gemacht haben. Ich habe in der letzten Einheit am Anfang ein bisschen über diese Unordnung gesprochen, über diese ganzen menschlichen Ideen und Konzepte und so weiter. Und wenn die Herrlichkeit kommen soll, muss die Ordnung aufgerichtet werden. Und das ist auch der Grundgedanke von heute. Und ich mache es jetzt mal so wie die Zeitungsverleger. Die haben auf der ersten Seite eine ganz dicke Headline, eine große Überschrift, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, damit Leute dann diese Zeitung dann nehmen und vor allen Dingen lesen. Okay, und ich mache auch mal so eine Headline und danach dann geht es Schritt für Schritt. Und das ist ziemlich schockierend, was ich da sage, aber es ist absolut wahr. Der letzte Grund für die Unordnung in der Gemeinde ist eine schwache Leiterschaft, die sich nicht traut, die Ordnung Gottes in der Gemeinde durchzusetzen, die nicht konfrontieren will. Ihre oberste Devise ist, Konflikte zu vermeiden. Und das ist nicht christusgemäß. So, habe ich jetzt eure Aufmerksamkeit? Es ist wohl wahr, Strukturen schaffen kein Leben. Aber Strukturen, vor allem göttliche Strukturen, sind dafür da, das Leben, das Gott ausgegossen hat, zu erhalten. Und in meinen 49 Jahren mit dem Herrn, ich habe an manchen Stellen gesehen, wie der Geist anfing zu wirken, wie an verschiedenen Stellen der Geist ausgegossen wurde. Aber es fehlten die Kanäle, es fehlten die Flussbette, es fehlten die Rinnen, die das Wasser aufsammeln und kanalisieren konnten. Und nach wenigen Jahren ist alles wie vorher, als wenn nie etwas gewesen wäre. Und das wird in der letzten Ausgießung des Heiligen Geistes, von der Joel spricht, in den letzten Tagen, wird das geschehen. Und zwar dann, wenn alles erschüttert wird, wenn die Sonne finster wird und all diese Dinge da passieren, von denen er geweissagt hat. Das wird anders sein. Da werden Strukturen sein, die den Heiligen Geist halten können in der Gemeinde. Und für wenige Jahre wird die Gemeinde ihre allerbeste Zeit haben und in großer Kraft das Evangelium der ganzen Welt verkündigen. Und Gott wird sich dazu stellen und jeder wird es mitkriegen. Da ist nicht ein einziger, der sagt, ach, habe ich gar nicht gemerkt, es ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ja? Hast du schon mal in Offenbarung gelesen? Ja, nicht nur die schreckliche Herrschaft des Antichristen. Ja, das lesen wir schnell und das nehmen wir schnell wahr. Aber diese Geschichte mit diesen zwei Zeugen, der Antichrist wird als Gott angebetet und die Leute rühmen ihn. Wer kann mit dem Tier kämpfen? Wer kann ihn überwinden? Und in seiner eigenen Stadt in Jerusalem, wo er regiert, sind zwei Männer und die prophezeien das Gericht Gottes, das kommende Gericht Gottes. Und natürlich ist ihm das ein Dorn im Auge. Und er kann nicht gegen sie kämpfen. Und seine ganze Schwäche und Unfähigkeit wird vor der ganzen Welt offenbar. Und wer versucht, diese Leute zu töten, wird umgebracht. Feuer kommt aus ihrem Mund. Wow. Und 3,5 Jahre prophezeien sie. Und nichts kann der Antichrist tun. Und da fangen viele Leute an zu überlegen, ist der wirklich Gott? Wenn der Gott wäre, warum macht er dem nicht ein Ende? Gott gibt
Demonstrationen seiner Größe, seiner Macht, seiner Überlegenheit. Und die ganze Welt wird es sehen. Und du weißt, wenn sie ihren Job getan haben, nach 3,5 Jahren, ja, dann zieht Gott die Engelsleibwachen ab und auf einmal kann der Antichrist sie überwältigen, kann sie töten. Und dann alle Fernsehkameras der Welt sind auf diese beiden Leichen in Jerusalem gerichtet. Alle TV-Stationen sind da. Noch viel großartiger als damals beim Mauerfall. Und da war es ja auch schon so. Da waren sie alle da. Und alle starrten gebannt mit den Kameras auf die Mauer. Und dann fiel sie. Halleluja. Und nach 3,5 Tagen stehen diese Leute wieder auf. Was hat das mit der Welt dann gemacht? Wie haben die das verarbeitet? Und vor den Augen der Welt steigen sie auf in den Himmel. Und alle TV-Kameras, live und in Farbe, sind dabei. Sowas kann man nicht machen. Sowas kann man nicht irgendwie wie so Magier oder so, irgendwie so eine Show machen oder so. Ja. Und dann wird Jesus wiederkommen. Und keiner kann sagen, ich habe es nicht gewusst. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Sondern das, was Gott tut, ist im Zentrum der Weltöffentlichkeit. Halleluja. Und er demütigt den, der behauptet, Gott zu sein. Er demütigt ihn mit Unfähigkeit. Halleluja. Was für einen großartigen, wunderbaren Gott haben wir. Mich inspiriert diese Geschichte mit den zwei Zeugen so kolossal. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema. Ich weiß nicht, wieso ich darauf komme. Strukturen schaffen kein Leben, aber Strukturen sind dafür da, das Leben, die Ausgießung des Geistes zu behalten und zu kanalisieren. Die Gemeinde ist nicht einfach nur ein Haufen von Gläubigen, sondern es gibt klare göttliche Strukturen, die von Gott verordnet sind, die nicht Menschen sich ausgedacht haben und die werden funktionieren. So werden wir ein bisschen präziser, der Herr setzt Leiterschaft ein. Es gibt so verschiedene Gruppen, die sammeln sich aus irgendwelchen Missbrauchssituationen und dann sind sie im Wohnzimmer und lecken die Wunden und reden über all das Schlimme, was sie erlebt haben von einer missbrauchenden Leiterschaft und dann fallen sie ins andere Extrem. Und sie denken, die Alternative für missbrauchende Leiterschaft ist keine Leiterschaft. Und wir sind alle nur gleich und wir sitzen im Wohnzimmer und wir teilen das Leben. Kennst du solche romantischen Geschichten? Das ist nicht, was Gemeinde ist. Gemeinde hat eine Ordnung und es gibt Leiterschaft. Und die Antwort auf missbrauchende, manipulative Leiterschaft ist nicht keine Leiterschaft, sondern eine Leiterschaft nach dem Herzen Gottes. Das ist die Antwort. Und wer seine Bibel aufmerksam studiert und nicht unbedingt sein Konzept von Gemeinde durchsetzen will, sondern einfach sagt, ich will mal gucken, was da steht, der wird ganz schnell eins merken, eine neutestamentliche Gemeinde wird von einem Team von Ältesten geleitet, nicht von einem Pastor. Das ist eine menschliche Idee, die hat ihre Gründe, warum man das so macht, weil es viel einfacher ist, die One-Man-Show durchzuziehen. Das funktioniert sogar im Fleisch. Nicht besonders gut, aber es funktioniert. Aber Team funktioniert nur im Geist. Entweder alle schauen auf Jesus und keiner ist getrieben von eigenen Ambitionen und alle beugen sich nieder und sagen nicht mein Wille, sondern sein Wille und jeder achtet den anderen höher als sich selbst. Was ist das Ergebnis? Völlige Harmonie, völlige Einheit und der Wille Gottes wird offenbar. Weil wir vergessen das so oft, wenn wir so anfangen zu diskutieren über Gemeindefragen und so weiter. Wir vergessen so schnell, es ist ja seine Gemeinde und er hat eine Meinung. Er weiß, wer die nächste Leiterschaftsgeneration ist. Er weiß, wer die Lobpreisleitung sein soll. Er weiß, wer der Jugendleiter sein soll. Er weiß alle Dinge. Er weiß alles. Er hat einen Plan. Und oftmals, wir verhalten uns so, als wenn er Ratgeber suchen würde und wir machen unsere netten Vorschläge. Aber wenn ein Team von Ältesten, 3 oder 4 oder meinetwegen 5, vor Gott sich beugen und befreit sind von menschlichen Ambitionen, ich will aber hier die erste Geige spielen oder ich will auf die Pauke hauen oder was weiß ich, ja, dann redet Gott und er offenbart sich
Und alle vier oder alle fünf haben eine Meinung, weil das nicht ihre Meinung ist, sondern weil es die Meinung des Herrn ist. Und wenn ich über sowas spreche mit Pastoren, dann schauen sie mich ungläubig an und sagen, wir sind doch alle so verschieden. Das kann doch gar nicht sein, dass vier Leute hundertprozentig eins sind. Und ich sage, ihr Ungläubigen, Paulus hat den Glauben, dass seine ganze Gemeinde eines Sinnes ist. Ihr glaubt noch nicht mal, dass vier Leute das können. Es ist doch das Werk Gottes. Es geht doch nicht darum, dass wir irgendwelchen Plänen folgen, sondern wir folgen ihm und er redet und er hat einen Plan und wir entdecken seinen Plan Schritt für Schritt. Und wenn wir dann vorangehen und bauen, dann bauen wir etwas, was bleibt. Wir versuchen nicht etwas und übermorgen entdecken wir, nee, das war doch nicht so gut, wir müssen das wieder ändern. Wenn wir Schritt für Schritt in seinem Willen vorwärts gehen, wer kriegt wann welche Autorität, wer darf was tun, wer ist wofür geeignet, was ist der Plan Gottes, dann bauen wir etwas, das bleibt und das beständig ist, weil es eben nicht Menschenwerk ist. So, in der Apostelgeschichte sehen wir, dass Paulus in jeder Gemeinde, Apostelgeschichte 14, in jeder Gemeinde, wo er evangelisiert hat, wo Menschen zum Glauben gekommen sind, Älteste eingesetzt hat. In jeder Gemeinde. Da gab es nicht eine Gemeinde, wo er einen Pastor eingesetzt hat. Da gab es nicht eine Gemeinde, wo er sagt, wir versuchen es mal mit einer Pastorin, das ist ganz schick. Oder wir machen Basisdemokratie. Nein, in jeder Gemeinde hat er Älteste eingesetzt. Und dann versuchen Schlaumeier, so eine simple Tatsache einfach irgendwie außer Kraft zu setzen und zu ignorieren, indem sie sagt, hör mal, Apostelgeschichte ist nur ein Geschichtsbuch. Daraus können wir doch nicht Wahrheiten ableiten, die für heute gültig sind. Das ist nur ein Geschichtsbuch. Das beschreibt nur, wie es damals gewesen ist. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal solche Argumente gehört hat. Ja? Also mit Definition, es ist nur ein Geschichtsbuch, hat man alle Aussagen aus der Apostelgeschichte einfach beseitigt. Wollen wir auch sagen, 1. Chronik, 2. Chronik, 1. Könige, 2. Könige ist nur ein Geschichtsbuch, das hat keinerlei geistliche Aussagekraft, das beschreibt nur Storys, wie Könige gefallen sind, wie Könige gesegnet waren und so weiter. Hallo, aus jeder Schriftstelle können wir etwas lernen. Und die sind mit Bedacht geschrieben. Gott hat sich dabei was gedacht. Ja? Also wir hüten uns vor so einer Schlaumeierei und so einem Tricksen mit dem Wort Gottes. Paulus hat in jeder Stadt Älteste eingesetzt. Und übrigens, dann, wenn er dann in seinem Auftrag dann Titus schickt, auch im apostolischen Dienst. Was sagt, gibt er für Titus für einen Auftrag? In jeder Stadt Älteste einzusetzen. Wollen wir jetzt auch wieder sagen, Titus ist nur ein Geschichtsbuch, da stehen nur Storys drin, die haben keinerlei Aussage. Hallo, wir brauchen schon einen seriösen Umgang mit dem Wort Gottes. Ich habe mich mal mit einem Pastor unterhalten, und wir kamen über dieses Thema und das ist für sie ein rotes Tuch, auch weil sie es völlig missverstehen. Wenn wir sagen, eine neutestamentliche Gemeinde wird nicht von einem Pastor geleitet, dann sagen wir ja nicht, die Pastoren müssen alle abtreten. Und das ist, was sie fühlen, dass sie Angst haben, dass ihnen etwas genommen wird. Nein, ihnen wird nichts genommen, ihnen wird Ergänzung zur Seite gestellt. Und sie bekommen ein Team und können dann viel, viel effektiver sein. Und er hatte noch nie von dieser Idee gehört, das war in Zentralasien, ist auch schon 15 Jahre her, aber viel weiter sind sie noch nicht da. Und ich sagte ihm, das findest du nicht. Und er schlug seine Bibel auf und blätterte hektisch in der Bibel und versuchte eine Gemeinde zu finden im Neuen Testament, die von einem Pastor geleitet wird. Ich sagte, brauchst nicht blättern, das gibt's nicht, es ist nicht da. Das war für ihn ein Schock. Das war eine solche Überraschung. Ja. Lass uns noch ein paar Schriftstellen hinzufügen, um diese Aussage zu untermauern. Paulus, Apostelgeschichte 20, kommt nach Ephesus und er ist auf dem Weg nach Jerusalem und er will sich verabschieden und will die letzten wichtigen Worte nochmal an die Leiterschaft in der Gemeinde dort geben. Und was macht er?
Er lässt die Ältesten kommen zu einem privaten Treffen. Frage, ja, wieso lädt er nicht den Pastor ein? Ganz einfach, weil es keinen gab. Es gab Älteste. Ja? Oder noch sowas. Ja? In Philipper 1, Paulus schreibt den Brief an die Philipper. Und natürlich am Anfang erstmal, es wird fleißig gegrüßt. Und wen grüßt er da? Die Heiligen, die Aufseher, das ist ein anderes Wort für Älteste, und die Diakone. Ja, ist das nicht unverschämt, einfach den Pastor nicht zu grüßen? Das geht doch nicht, das macht man doch nicht. Der müsste sogar zuerst genannt werden. Aber der wird überhaupt nicht genannt. Warum? Weil sie keinen hatten. Punkt, fertig, aus. Es ist so einfach, wenn man einfach die Schrift anschaut und sagt, so steht es da. Okay, was bedeutet das? Und dann sagen Menschen, ja, aber Pastor gibt es dann doch im Neuen Testament. Epheser 4, da sind ja das ist ja der fünffältige Dienst, da sind die Dienstgaben. Ja, genau. Da werden Menschen mit ihrer Salbung und mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrer Funktion, wie sie arbeiten im Reich Gottes, vorgestellt. Und da gibt es auch Hirten. Ich sage nicht, dass es keine Hirten gibt. Das ist nicht meine These. Sondern was ich sage ist, was wir heute unter Pastor verstehen, das gibt es nicht im Neuen Testament. Denn wenn wir sagen Pastor, dann ist das der, der den Hut auf hat. Und der sagt, wo es lang geht. Hirten gibt es sehr wohl und Hirten sind ganz, ganz wichtig. Aber hier müssen wir aufpassen, dass wir unterscheiden zwischen Funktion und Position. Ich mache das deutlich an einem Beispiel. In einer größeren Gemeinde wird es viele, vielleicht Dutzende, je nachdem wie groß die Gemeinde ist, wird es Dutzende von Hirten geben, die Hirtendienst machen, Seelsorger, Hauskreisleiter, die sich kümmern um die Familien, um die Ehen und Kinderarbeit und so weiter. Und sie dienen als Hirten, sie versorgen die Herde, sie heilen, sie trösten, sie ermutigen, sie bauen, sie prägen. Das tun sie. Aber das heißt nicht, dass jeder, der eine Hirtensalbung hat, automatisch in der Gemeindeleitung ist. Ja, so unterscheiden wir doch bitte Dienste, Funktionen und Positionen. Und Älteste haben die Position zu regieren, die haben die Regierungsgewalt, die haben die Leitungsverantwortung. Und unter ihrem Team wird es viele geben, als Lehrer oder als Hirten oder in anderen Funktionen. Aber das heißt nicht, jeder, der eine Salbung hat und der einen Dienst hat, ist deswegen automatisch gleich in der Gemeindeleitung. Das ist Leitungsfunktion und das andere ist, die Art des Dienstes, die jemand tut, prophetisch oder eben lehrmäßig oder hirtenmäßig, das ist doch wichtig, dass wir das unbedingt unterscheiden. Und die Vorteile des Teams liegen auf der Hand. Weil im Team verschiedene Dienste und verschiedene Salbungen repräsentiert sind und jeder kann nur hervorbringen, nach seiner Art, wie es am Anfang in der Schöpfung ist, dass die Pflanzen und jede bringt nach seiner Art hervor. Kakteen bringen Kakteen hervor, keine Apfelbäume. Ja? Und Hirten, wenn sie in ihrem Dienst sind, sie werden nicht nur Hirtendienst tun, sondern sie werden auch für Multiplikation sorgen. Sie werden Hirten hervorbringen. Ein Hirte wird niemals einen Evangelisten hervorbringen. Und ein Evangelist wird niemals einen Lehrer hervorbringen. Ja? Jeder nach seiner Art. Und nur Jesus hat alle fünf Aspekte des Dienstes. Er ist der große Prophet, er ist der gute Hirte, er ist der Lehrer, er ist all das. Aber ein Mensch hat nur eine oder vielleicht anderthalb, vielleicht einen großen Schwerpunkt und dann noch so ein Nebending irgendwie. Es gibt nie reinrassig nur Hirten oder nur Lehrer oder so. Ja, aber es gibt eben ein Typ und das ist ein Schwerpunkt. Ja. Und Lehrer bringen Lehrer hervor. Die können keine Evangelisten hervorbringen. Da verstehen die gar nichts von. Genauso wie Evangelisten nichts von Gemeindebau verstehen. Evangelisten, und das werfen wir ihnen nicht vor,
Aber das ist einfach so. Und es ist große Tragik, und das leben wir seit Jahrzehnten in der pfingstlich-charismatischen Bewegung, dass wir feurige Evangelisten haben, die versuchen, Gemeinde zu bauen. Das kann niemals funktionieren. Du brauchst keine Evangelistensalbung für Gemeindebau. Du brauchst eine Hirtensalbung. Du brauchst eine Lehrsalbung. Du brauchst Leute, die im Geist prophetisch erkennen können. Diese drei Dinge müssen da sein. Wenn die nicht da sind, dann wird es nicht funktionieren. Evangelisten können von draußen kommen, und Evangelisten evangelisieren nicht, sondern was Evangelisten tun, sie geben der Gemeinde die Last Gottes für die Verlorenen. Das ist ihre Aufgabe. Das Wort Gottes sagt, dass und all diese fünf Dienste, die Heiligen ausrüsten zum Werk des Dienstes. Ja, ein Evangelist wird auch evangelisieren, aber sein Hauptschwerpunkt ist, die Last Gottes für die Verlorenen in die Herzen zu pflanzen. Ja? So funktioniert das. Und deswegen brauchen wir die Vielfalt. Ja? Und ich habe Gemeinden gesehen, da ist der Pastor ein Lehrer und die ganze Gemeinde ist lehrmäßig ausgerichtet. Und es gibt Gemeinden, die werden geleitet von einem prophetischen Typ. Und die ganze Gemeinde ist absolut prophetisch und manchmal so wenig Erkenntnis im Wort Gottes. Und das ist eine gefährliche Mischung. Ja. So, da sind die Vorteile des Teams, dass die ganze Vielfalt, der ganze Christus zum Tragen kommt und in Aktion kommt und die Gemeinde befruchten kann. Und all das hervorkommt, was es braucht, um einen gesunden Gemeindebau hervorzubringen. Dann gibt es eine andere ganz, ganz wichtige Lektion aus der One-Man-Show. Die One-Man-Show ist hochgradig gefährlich, besonders wenn sie erfolgreich ist und zahlenmäßig dann sehr was vorzuweisen hat. Früher oder später, vielleicht braucht es 20 Jahre, aber dann geht es in Machtmissbrauch und Manipulation und Kontrolle. Und ich habe in meinen 49 Jahren, ich habe einige Beispiele davon gesehen, die dann so tragisch enden. Und dass dann das ganze Ding zutiefst erschüttert wird und viele, viele Leute verunsichert sind. Viele Leute haut es einfach raus, die können diese Krise nicht verarbeiten und sie reagieren mit Bitterkeit, mit Anklage. Und nachher sitzen sie im Wohnzimmer und lecken die Wunden und sagen, die strukturierte Gemeinde, das ist Mist und wir sind jetzt nur Freunde im Wohnzimmer. Ja, es gibt ganze Bücher, die sowas propagieren. Ich will jetzt hier nicht ins Detail gehen, aber das ist bekannt. Gott ist ein starker Leiter, aber auf eine wunderbare, freisetzende Art und Weise. Da ist nichts von Kontrolle und Einschüchterung und Manipulation in seinem Herzen und in seiner Art von Leiterschaft. Nichts davon. Und es ist schon interessant, und ich denke, das hat geschichtliche Gründe, dass wir bis heute im Leib Christi, mindestens was pfingstlich-charismatische Sektion angeht, das Thema Machtmissbrauch und Manipulation noch nie wirklich ehrlich angeschaut haben. Warum? Weil die Chefs, die das Sagen haben, das unterdrücken, diese Diskussion und diese Auseinandersetzung. Es gab einen Moment in den 90er Jahren, wo dieses Thema kam, besonders aus Amerika, auch aus Kanada, da kam dieses Thema auf. Und die, die das Sagen hatten, die nationalen Leiter waren oder sich für solche hielten und als die angesehen wurden, die haben sich empört hingestellt und haben gesagt, was für eine Frechheit, den Pastoren pauschal sowas unterstellen. Niemand hat das pauschal unterstellt, sondern da waren Dienste, die versuchten einfach den Unterschied zwischen einer dienenden Leiterschaft, die freisetzt, und zwischen einer beherrschenden, kontrollierenden Leiterschaft darzulegen. Das wurde alles abgewürgt und das ist bis heute nicht bearbeitet. Und wir als Deutsche haben einen starken Hang zur Kontrolle. Wir haben einen sehr, sehr starken Hang. Das hängt mit unserer Geschichte zusammen. Noch schlimmer haben es die Russen. Die suchen den starken Mann. Ob der demütig und sanftmütig ist, ist egal. Hauptsache, der kann auf den Tisch hauen und kann sich durchsetzen. Und die Leute fliegen auf solche Typen von Leiterschaft. Und keinen interessiert, was sagt die Schrift und was ist Demut, was ist Sanftmut, was ist das Herz eines Dieners, sondern da geht es nur um zu demonstrieren, dass man ein starker Mann ist. So, gehen wir zur Apostelgeschichte 20 und schauen uns das noch ein bisschen detaillierter an, die Aufgabe der Ältesten. Ich sage es mit meinen Worten, sie haben für die Etablierung
und die Aufrechterhaltung der Ordnung Gottes in der Gemeinde zu sorgen. Paulus sagte so, habt Acht auf euch selbst. Das war ihre erste Aufgabe. Ja, wir sind Leiter, wir müssen gucken, dass alles läuft. Wir müssen alles organisieren, alles planen. Nein, Paulus sagt, das erste, eure erste Priorität, ihr müsst lernen, auf euch aufzupassen. Und das ist dasselbe, was der Timotheus gesagt hat. Habe Acht auf dich selbst und die Lehre. Das ist das Erste. Dieses Leben in der Gegenwart Gottes, dieses Leben, wo wir wirklich unsere Verantwortung wahrnehmen und wo wir vor ihm sind. Unser erstes Ziel ist, ihn mehr kennenzulernen und mehr zu wachsen und in sein Wesen, in sein Bild umgestaltet zu werden. Hab Acht auf euch selbst und die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat. Hier siehst du es, das sind die Ältesten und sie sind Aufseher, Episkopos. Nicht Bischöfe, ja, so ein Quatsch gab es damals gar nicht. Hier sind die Priester und da kommen die Bischöfe, da kommen die Erzbischöfe und dann, ja, sowas gab es überhaupt nicht. Es gab nur zwei Kategorien, es gab die Ältesten, es gab die Diakone und es gab die Herde, mehr gab es nicht. Sehr einfach, sehr übersichtlich, sehr einfach zu verstehen. Und die Ältesten sind Aufseher. Und was sollen die Aufseher tun? Aufpassen, dass keiner Fehler macht? Nein, die Herde, die Gemeinde Gottes hüten. Und hier kommt das Verb Hirtendienst tun. Die Ältesten machen Hirtendienst. Sie kümmern sich um die Herde. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Und ich habe an den vielen Krisen, die ich mitgemacht habe, wo ich dabei war oder daneben gestanden habe, habe ich gesehen, wie wichtig das ist. Das sind doch gestandene Leute. Und Paulus meint, es ist nötig, sie daran zu erinnern, dass die Gemeinde nicht ihnen gehört, sondern dass sie Jesus gehört. Sie sind nur Unterhirten unter dem großen Hirten. Und ich habe gelernt, sobald ein Pastor glaubt, dass es seine Gemeinde ist, geht es den Bach runter. Sobald das passiert, geht es den Bach runter und es gibt dramatische Probleme bis hin zu richtigen Spaltungen und Crash und furchtbaren Dingen. Und Paulus muss diese, oder meint, dass es wichtig ist, diese gestandenen Männer daran zu erinnern, hey Leute, vergesst das niemals, diese Gemeinde gehört euch nicht. Weil wenn ein Leiter denkt, das ist seine Gemeinde, er wird sich ganz anders verhalten, als wenn er versteht, ich bin der Unterleiter und ich gebe Rechenschaft vor dem großen Leiter. Und ich werde hinterfragt und ich muss eine Antwort geben, warum ich was tue. Ja? Aber im heutigen System, der Pastor ist das Ende der Fahnenstange. Ja? Das ist der Oberste. Ja? Und dann gibt es solche tragischen Dinge, wenn es dann Probleme gibt, wenn es Spannungen gibt, wenn es Krisen gibt, wenn es irgendwelche Dinge zu regeln gibt, dann ist der Pastor in Personalunion der Angeklagte, der Richter, der Staatsanwalt und der Henker. Alles in einer Person. Das kann doch gar nicht funktionieren. So ein System lädt geradezu ein zu Missbrauch und Selbstherrlichkeit. Schon im Alten Testament sehen wir, wie Gott Gewaltenteilung geschaffen hat. Da waren die Könige, die sollten regieren. Und da gab es die Propheten, die sollten aufpassen, dass sie in der richtigen Spur laufen. Und wenn die das nicht taten, dann hat Gott sie gesandt und die haben die Könige konfrontiert. Und da gab es die Priester. Drei verschiedene Kategorien und keiner durfte in das Amt des anderen eingreifen, nur weil er denkt, er ist jetzt irgendwie mächtig. Denkt an 2. Chronik 25, wir werden nicht die Zeit haben, das anzuschauen. Aber da haben wir ein dramatisches Beispiel eines Leiters, eines Königs, der mächtig geworden ist. Sogar scheint es zu sein, dass Gott ihn mächtig gemacht hat mit absolut kreativen Ideen und so weiter. Und als er mächtig geworden war, heißt der Text dann, überhob sich sein Herz. Und dann geht es weiter, bis er verderblich handelte. Wo beginnt es? Im Herzen. Und irgendwann ist das so stark im Herzen und dann kommt es raus in Aktion. Er ließ den Stolz wachsen und dann fing er an, diesen Stolz auszuleben. Und wie drückte sich der Stolz aus? Ganz raffiniert, religiös. Der wollte in den Tempel gehen und wollte räuchern.
Da sagen wir, ja, guck mal, was für eine Hingabe. Der ist nicht nur König, der nimmt sich sogar noch Zeit und geht in den Tempel und dient dem Herrn. Nein, er hatte gar nicht das Recht dazu, weil er kein Priester war. Und wenn Menschen in Leiterschaft sich überheben, dann passiert regelmäßig eins. Sie vergessen die Grenzen ihrer Autorität. Und sie gehen über die von Gott gesetzten Grenzen ihrer Autorität hinaus. Und zerstören viele, viele Menschen und zerstören sich selber. Ich könnte hier stundenlang stehen und euch Storys nach Storys erzählen, was ich in den letzten 49 Jahren in Deutschland, in Russland, in Ukraine, in Zentralasien, was ich erlebt habe. Und es ist immer dasselbe. Menschen fangen demütig und bescheiden an. Gott erhöht sie, Gott segnet sie, gibt ihnen Gaben, gibt ihnen Einfluss, gibt ihnen eine Sphäre des Dienstes. Und dann kommt der Stolz. Und dann denken sie, sie sind die Kings. Und machen schreckliche Dinge. Schreckliche Dinge. Und manchmal, je nachdem, wie groß das ganze Ding war, Tausende oder manchmal sogar Zigtausende von Gläubigen werden irre im Glauben. Natürlich ist es auch jedes Einzelnen Verantwortung, wie reagiere ich auf solche Dinge. Ja? Aber das sind eben auch Menschen und die reagieren dann menschlich und meistens nicht geistlich. Und sie nehmen Anstoß, sie empören sich, sie werden bitter, sie klagen an und merken gar nicht, dass sie in dieselbe Falle gefallen sind. Dass sie unbrauchbar sind für das Werk des Herrn, wegen dieser Bitterkeit. Ja? Aber die, die solche Skandale anrichten, die sind besonders verantwortlich. Also die Ältesten sollen Hirtendienst tun. Und jetzt im nächsten Vers sehen wir, was das beinhaltet oder einen wichtigen Aspekt. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden. Frage, warum sind die noch nicht aufgetaucht, solange Paulus da war? Interessante Frage, nicht wahr? Weil Paulus Schutz gegeben hat der Gemeinde durch seine apostolische Salbung. Und die Gemeinde wird niemals die Gemeinde werden, wenn der Dienst des Apostels und des Propheten nicht wiederhergestellt wird. Ja? Die anderen Dienste sind wiederhergestellt worden. Hirte, Evangelist, auch das Prophetische ist im Kommen, wobei ich noch manche Bedenken habe, aber immerhin. Aber das Apostolische und das Prophetische in der Fülle steht noch aus. Und das muss kommen. Es muss kommen. Ich verstehe die Schriftstelle, die Gemeinde ist gebaut auf der Grundlage der Propheten, Apostel und Propheten. Nicht so, das waren die damals. Und die haben den Grund gelegt und jetzt darauf bauen wir, aber jetzt gibt es das nicht mehr. Ja? Und wer seine Bibel kennt, der weiß, dass es ja viel mehr Apostel gab als nur die Elfe oder sagen wir die Elfe plus Paulus. Ja? Es gab andere, die wurden auch als Apostel genannt. Nicht als Apostel, die mit Jesus gewesen sind und die Autorität haben, Schrift zu verfassen, die gibt es nicht mehr. Aber Apostel gibt es sehr wohl. Die trauen sich nur nicht, sich so zu nennen. Wobei Paulus damit überhaupt kein Problem hat. Immer fängt er seinen Brief an. Ich, Apostel Jesu Christi. Er rühmt sich nicht. Das ist kein Titel. Sondern er beschreibt einfach seine Berufung, er beschreibt einfach, was Gott ihm gegeben hat. Ja? Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Anders als in der Welt. Leiterschaft bedeutet nicht, dass die Leiter besser sind, dass sie wertvoller sind, dass sie mehr Bedeutung haben. Oder gar, dass bestimmte Regeln aus dem Wort Gottes für sie nicht mehr gelten, weil sie da drüber stehen. Nein, das Wort Gottes sagt, die Leiter haben ein strengeres Urteil. Sie sind verantwortlich für die Herde und sie werden geprüft und getestet. Also da kommen Wölfe herein später, die die Herde nicht verschonen. Und aus ihrer eigenen Mitte, aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Und hier hast du einen bemerkenswerten Unterschied zwischen echten Diensten und Fälschungen. Wirkliche Dienste haben nur ein Ziel, Menschen näher zu Jesus zu bringen. Und falsche Dienste, die nicht
Und das heißt nicht, die sind nicht bekehrt oder die haben nicht den Heiligen Geist, aber durch einen bestimmten Prozess, den ich morgen noch beschreiben werde, sind die nie durchgegangen. Und sie benutzen ihre Position für sich selber. Und sie ziehen Menschen und binden Menschen an sich selber. Und das ist absolut verboten. Jesus sagt, es ist seine Gemeinde, es ist seine Herde. Und Leiterschaft kann nur richtig funktionieren, wenn sie verstehen, wir sind Unterhirten unter dem großen Oberhirten. Und wir werden getestet und geprüft und wir müssen Rechenschaft geben für das, was wir da tun. Da ist kein Raum für Selbstherrlichkeit und sich überheben und hey, wir sind die Bosse und wir können hier uns Sachen erlauben. Nein, das können wir nicht. Dieses Wort in der Apostelgeschichte 20, 28, die Gemeinde Gottes zu hüten, das wird im Griechischen so erklärt, eine Schafherde behüten, bewachen, beschützen, weiden, für ihr umfassendes Wohlergehen sorgen. Das ist die Aufgabe der Ältesten. Und wir denken, das ist doch normal. Das ergibt sich doch von alleine. Leider ist es nicht normal. Ich kenne eine Situation, wo eine Schwester in großen existenziellen Nöten sich an den Pastor gewandt hat und will Gespräche haben, braucht Hilfe, braucht Rat und Weisung und Seelsorge. Und er sagt einfach, das ist nicht mein Ding. Gespräche, das ist nicht mein Ding. Ich bin beschäftigt, ich muss meine Online-Kirche bauen. Hallo. Wenn es da einen apostolischen Dienst gegeben hätte, die hätten ihn sofort aus dem Verkehr gezogen. Die hätten gesagt, du verstehst deine Aufgabe nicht. Komm mal, tritt mal zurück und fang doch mal ganz von unten an. Wir fangen doch mal mit Jüngerschaft an. So wäre das gewesen, wenn da eine apostolische Aufsicht gewesen wäre. Aber die gab es nicht. Also, er ist die Spitze der Pyramide. Und er hat die Idee, er baut eine Online-Kirche und freut sich an steigenden Klickzahlen. Na toll. Das ist der Geist der Welt. Größer ist besser. Ja? Und diese Spiele siehst du, wenn du in meinen Pastorenkreisen dich bewegt hast. Und ich musste das viele Jahre tun und ich war so froh, als das endlich zu Ende war. Diese Machtspiele. Ich bin wichtiger als du, weil ich habe 500 und du hast nur 100. Du bist ein armes Würstchen, ich gucke auf dich herab. Aber wenn du so klug bist zu gucken, was ich mache, dann kriegst du auch 500. Ja? Also besser wirst du mein Jünger. Mit Zahlen wird da jongliert. Und die Idee ist, größer ist besser. Das ist total aus der Welt übernommen. Das hat mit Reich Gottes nichts zu tun. Sag mal, du kannst ein hingegebener Leiter sein, mit anderen zusammen, im Team und ihr macht alles richtig und Gott gebraucht euch und segnet euch. Und ihr habt eine Gemeinde nach 20 Jahren oder nach 30 Jahren von 50 Leuten. Aber jedes Jahr gehen 10 Leute aufs Missionsfeld. Deswegen wächst die Gemeinde nicht. Weil sie Menschen ausbilden zum Dienst und aussenden und nicht die Idee haben, wir müssen groß und fest und beeindruckend werden. Gott bemisst die Frucht. Und nicht wir. Und es geht nicht um Zahlen. Und ich kenne Megachurches, die riesig sind und die so flach wie eine Pfütze sind. Ja. Kein geistliches Leben. Und nach der Holy Spirit Night geht's ab in die Disco. Und dann wird abgerockt. Nicht aus Evangelisationsgründen, sondern weil sie alle noch an der Nadel hängen, am Geist dieser Welt. Und nur ein Spiel spielen. Das nennt sich Gemeinde. Aber das hat mit ihren Werten, mit ihrer Art von Unterhaltung überhaupt nichts zu tun. Ihr Lieben, solche Dinge gibt es und das ist traurig. 1. Petrus 5, genauso. Die Ältesten unter euch, nun ermahne ich der Mitälteste. Guck mal, er kehrt das gar nicht raus. Er ist Apostel. Und er sagt einfach, ich bin Mitältester. Er muss da nicht wie auf den Pudding hauen. Ja? Der Mitälteste und der Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, hütet die Herde,
die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß. Gott zwingt niemanden. Gott unterdrückt nicht, er manipuliert nicht, er schüchtert nicht ein. Das sind alles Wesensmerkmale des Teufels. Das hat mit der Natur Christi überhaupt nichts zu tun. Und da sind wir schon an der Ursache, warum es das überhaupt gibt, selbst herrliche Pastoren, die ihr eigenes Königreich bauen. Warum gibt es das? Weil die Erkenntnis des Wesens Christi so, so rar gesät ist. Wir kennen alle die christlichen Vokabeln. Ja, aber es ist eine Sache, ob du das Wort Demut kennst oder ob du die Demut Christi gesehen hast und in das verwandelt wirst und dann aufhörst, dir selber zu dienen, sondern wirklich ein Diener wirst für den Herrn und für die Menschen. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, wir kennen die Vokabeln, aber wir brauchen Substanz, wir brauchen die Realität. Darüber werde ich auch noch in der letzten Einheit dann sprechen, wenn ich über die betende Gemeinde spreche, wie wir vorwärts kommen und wie wir aus diesem Dilemma herauskommen. Teilhaber der Herde Gottes, nicht freiwillig, nicht Gott, sondern gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Und Gewinnsucht muss hier nicht unbedingt bedeuten, irgendwie Kohle zu raffen. Was viel, viel häufiger ist, ist, ich will den Gewinn der Ehre, der Anerkennung, der Bewunderung, des Applauses. Das ist der Grund, warum in vielen Gemeinden der Pastor regelmäßig durch die Gemeinde geht und da ist ein Jugendleiter, boah, der hat eine Salbung und die Jugendlichen hängen an seinen Lippen und der Herr gebraucht ihn ganz mächtig. Und dann predigt er sogar in der Gemeinde und dann sitzt er da hinten und misst mit seinem Seismometer, kriegt der mehr Applaus als ich. Und wenn das der Fall ist, dann hat er eine große Heckenschere. Und einmal im Jahr geht er durch die Gemeinde und da wächst jemand hervor. Guck, duck, duck. Und er kastriert seine besten Leute. Das sind die Folgen von einer selbstherrlichen Leiterschaft. Weil er will ja der King sein. Und wenn da jetzt andere aufwachsen, dann ist das für ihn eine Gefahr. Die Ehre, die jetzt auf ihn konzentriert ist, wird dann auf einmal geteilt. Und vielleicht hat er sogar noch mehr Ehre. Solche Dinge gibt es. Sag nicht, das sind Theorien. Ich könnte dir Geschichten über Geschichten erzählen. Und fast niemand redet über diese Dinge. Aber das sind die Dinge, die entweder entscheiden, wir bauen das Reich Gottes oder wir bauen unser eigenes Reich. Das sind die Dinge, um die es geht. Morgen mehr dann. Hirten nach dem Herzen Gottes. Jetzt schauen wir mehr so das, was sie so tun. Also bereitwillig sollen sie leiten, Hirtendienst tun. Nicht als die da herrschen. Das griechische Wort heißt eigentlich niederherrschen. Sie beherrschen die Gemeinde. Ja? Halten die in Unmündigkeit. Und das kann er genießen, wenn er Neubekehrter ist. Er muss beten für Geistestaufe. Er muss die taufen. Und wenn jemand anders sagt, du, mein Freund hat sich bekehrt, wir waren gleich am Baggersee, ich habe ihn getauft. Wie geht das denn? Ja, dann fühlt er sich in seiner Ehre gekränkt. Und Geistestaufe hat er auch gleich gekriegt. Ja, aber ich bin der, zu dem alle kommen müssen. Das ist ein Dienst, der kein Dienst ist, sondern der getrieben ist von Habsucht. Etwas haben zu wollen. Das ist das Gegenteil von Dienst. Dienst ist, ich bin gesättigt im Herrn und ich gebe. Und ich hole nicht. Und wir haben heutzutage, weil diese Dinge so wenig bekannt sind, weil so wenig das Wort Gottes studiert und gelehrt wird über reines Herz, wir haben viele Dienste, die getrieben sind von Habsucht. Und darum funktioniert die Sache nicht. Nicht als die der Herrschen über die anvertrauten Anteile der Herde, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Ja. Ach, hier ist die Timotheus-Stelle. Niemand verachte deine Jugend, sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Das sind die Bereiche, wo er drauf schauen muss und da soll er ein Vorbild sein. Und an anderer Stelle, oder ist es hier noch, weiß ich jetzt nicht, da heißt es, dass dein Voranschreiten allen offenbar wird. Geistige Leiter müssen zuallererst sich um ihr eigenes geistiges Wachstum kümmern. Dafür brauchen die Zeit,
zum Beten, zum Studieren. Und sie brauchen Zeit, einfach wirklich das alles zu verarbeiten und vor Gott zu sein und vom Herrn zu hören, was ist jetzt dran, was braucht diese Gemeinde jetzt. Deswegen kann sowas nie funktionieren, so ein Franchise-System, irgendwo gibt es das Headquarter und dann kommen sonntags über Screen die eine Predigt, die vom Chef in Amerika kommt und alle Satellitengemeinden kriegen alle dasselbe Futter vorgesetzt. Das kann doch gar nicht funktionieren. Wie weiß denn der in Amerika, was diese Gemeinde braucht und was jene Gemeinde braucht und was die braucht? Das kann doch gar nicht funktionieren. Aber wenn wir nicht ins Wort gehen, dann kommen wir auf die absurdesten Ideen. So sind wir. Älteste sollen eine besondere Qualifikation haben, sollen viele verschiedene haben, aber ich will mal eine besonders herausnehmen. Sie müssen lehrfähig sein. Sie müssen, wie Paulus sagt, das Bild der Lehre, der biblischen Lehre, der neutestamentlichen Lehre kennen und fähig sein, das weiterzugeben. Vielleicht ist nicht jeder Älteste der große Held in der Kanzel. Aber er kann in der Seelsorge, in der Jüngerschaft, er kennt die Dinge des Evangeliums und er kann den Menschen sagen, okay, da bist du jetzt und diese Dinge sind jetzt die nächsten Etappen, die du einnehmen sollst. Er kennt das Wort Gottes. Älteste sollen gastfrei sein. Und manche machen nicht tief genug Exegese und sie meinen, gastfrei heißt frei von Gästen. Nein, das ist gar nicht gemeint. Sondern die öffnen ihre Häuser. Und es gibt viele Ideen über Leiterschaft, da wird gesagt, lade nie Leute in dein Haus ein. Weil dann sehen die, dass du auch nur ein Mensch bist, der auf Klo gehen muss. Dann verlieren die den Respekt. Oder in Pastorenseminaren wird sowas gelehrt wie, niemals darfst du vor der Gemeinde einen Fehler zugeben. Das ist der sicherste Weg, das Vertrauen der Leute zu verlieren. Das ist der sicherste und schnellste Weg, wenn du für deine Fehler nicht einstehen kannst und kannst sagen, Leute, das war daneben, ich wollte es gut machen, aber ich habe es verpeilt und das war einfach verkehrt, könnt ihr mir vergeben? Wer das nicht kann, kriegt keine Autorität, weil Autorität ist nicht von meiner Position her, sondern Autorität kommt von meinem Lebensstil, von meiner Haltung, von meinem Herzen. Daraus kommt Autorität. Autorität kommt von Gott. Und weil jemand Autorität hat, deswegen dann zum richtigen Zeitpunkt setzen wir ihn ein in eine Position der Autorität. Und nicht, der hat nichts zu bieten, aber wir machen den jetzt zum Jugendleiter, wir machen den jetzt zum Ältesten. Ja, und dann hat er was zu sagen, weil er jetzt den Sheriffstern hat. Nein, das ist verkehrt. Ja, die Autorität kommt zuallererst aus Vorbild. Das ist so, so wichtig im Neuen Testament. Und wenn wir Menschen zu uns einladen und die dürfen uns sehen, wie wir normal sind und wir schaffen Raum dort, dass sie da kommen dürfen und dürfen da sein, dann ist das Gott angenehm und dann ist das sehr, sehr produktiv. Und sie können, eine andere wichtige Qualität, sie können ihrem eigenen Haus vorstehen. Und wenn sie das nicht können, dann können sie noch nicht Autorität in der Gemeinde bekommen. Und dann muss nachgebessert werden, dann müssen sie lernen. Und dann müssen bestimmte Dinge in dem Leben, in der Familie noch einfach geordnet werden. Sie müssen treu sein. Älteste müssen Menschen der Treue sein. Und es ist einfach so, dass geistliche Qualifikationen sich fortpflanzen. Das findest du so wunderbar im 2. Timotheus 2, 2. Das kann man sich schnell merken, das vergisst man nicht. 2, 2, 2. 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 2. Paulus sagt dort, was du von mir empfangen hast, Timotheus, das musst du treuen Menschen weitergeben, die tüchtig sein werden, andere zu lehren. Das ist eine geniale Schriftstelle mit 4 geistlichen Generationen. Paulus, 1. Generation, sein geistlicher Sohn Timotheus, in den hat er investiert, den hat er trainiert. Und jetzt sagt er, pass auf Timotheus, bei dir bleibt es nicht stehen, das muss jetzt weitergehen. Und deswegen gibst du das, was du von mir bekommen hast, gibst du weiter. Und zwar, guck nach treuen Leuten. Und dann kommt die gewaltige Verheißung, die tüchtig sein werden. Achte auf die Zeitform, treu jetzt und fähig später. Und ich kenne so viele Leiter,
Die suchen nach fähigen Leuten. Und dann sitzen zu Hause und bibbern und beten, dass die jetzt auch noch treu werden. Und das ist das Dümmste, was man tun kann. Ich meine, man sollte natürlich für sie beten, aber wenn die schon eine Position haben als Lobpreisleiter, als Jugendleiter, ja, und sie sind nicht zerbrochen, sie sind nicht demütig und sie haben diese Position, sie werden das missbrauchen. Es geht nicht um Fähigkeiten. Gott sucht nicht fähige Leute. Er hat keinen Mangel an fähigen Leuten. Es gibt brillante Musiker, brillante Rhetoriker, es gibt brillante Organisatoren. Die Welt ist voll von Fähigkeiten. Aber was Gott sucht, sind reine Herzen. Menschen, die treu sind, die ein wahrhaftiges Herz haben, die das Ganze für ihn tun. Und wenn sie dann Erfolg haben, buchen sie das richtig auf das richtige Konto. Und sie werden nicht zulassen, dass der Erfolg ihnen zur Falle wird. Der Segen, den Gott gibt im Dienst, kann eine Falle werden. Nicht der Segen ist schlecht oder gefährlich, aber wie wir damit umgehen. Ja, das ist ein Thema, was durch die Bibel geht, das sehen wir an vielen, vielen Stellen. Ja, was tun denn so die Ältesten? Apostelgeschichte 13, da sehen wir Leiterschaft. Und was tun die? Die klügeln neue Missionsstrategien aus. Nein, was tun die? Die sind vor dem Herrn, die dienen dem Herrn. Und dieses Wort dienen bedeutet priesterlich. Die haben nicht Predigten vorbereitet, Strategien entwickelt, wie können wir jetzt mit der Gemeinde weitergehen, sondern was die getan haben, sie stehen gemeinsam vor Gott und sie beten Gott an mit Fasten und Anbetung. Und aus dem heraus wirkt der Heilige Geist und neue Dienste, nämlich jetzt der apostolische Dienst, Paulus und Barnabas werden geboren. So entstehen Dienste, nicht mit strategischen Überlegungen oder heute macht man den Gabentest und dann versucht man irgendwie rauszufinden, wen können wir da in welche Position schieben. Ihr Lieben, das sind alles menschliche Ideen, die haben mit diesem Buch ja überhaupt nichts zu tun und die funktionieren auch nicht. Jedenfalls wird nicht eine geistliche, wirkliche neutestamentliche Gemeinde damit gebaut, aber etwas, was andere, die auch nicht kundig sind, sehr beeindrucken kann. Zugegeben, ja. Priesterlich dienen sie. Ich war jahrelang, viele Jahre in einem Ältesten-Team, Pastorenteam, Ältesten-Team. Und wir haben alles gemacht, außer zusammen Gott anzubeten. Und wir haben über jeden Kleinkram diskutiert und waren froh, dass wir irgendwelche technischen Probleme hatten, an denen wir jetzt stundenlang reden können. Und dann ist der Abend vorbei. Ach, jetzt haben wir wieder nicht gebetet. Bruder, bete noch schnell. Und dann war der Abend vorbei. Und nächstes Mal ging es wieder genauso los. Das ist nicht Leiterschaft. Das ist ein Komitee. Das ist irgendwie ein Board, irgendwelche Leute, die irgendwas verwalten wollen, aber nicht die geistlich wirklich dem Heiligen Geist Raum geben, Neues zu wirken in der Gemeinde. Die Ältesten sind vor Gott, sie bringen die Sünde der Gemeinde vor Gott und holen die Gnade Gottes runter auf die Gemeinde. Sie beten, dass der Geist der Furcht des Herrn auf die Gemeinde kommt. Das ist ihr Job. Und nicht über ein Rasenmäher zu diskutieren. Wie unprofessionell. Keiner von den Ältesten hat Ahnung von Rasenmäher. Rasenmäher muss angeschafft werden. Ja? Und statt zu gucken, okay, wer kommt hier ungefähr aus der Branche? Ah, da ist der Bruder, der ist Garten- und Landschaftsbau. Super, Bruder, pass auf, du recherchierst den Markt. Du guckst, welche Rasenmäher sind geeignet. Zum nächsten Mittwoch legst du uns 3 Vorschläge vor und was dein Favorit ist. Und dann nicken wir das ab und dann ist gut. Nein, da müssen dann geistliche Männer über Rasenmäher diskutieren, von denen sie keine Ahnung haben. Und am ganzen Abend wird diskutiert, das ist keine Fiktion, was ich euch jetzt sage. Ihr denkt, das ist Satire. Ihr denkt, das ist Satire. Ich rede von, was ich erlebt habe. Und wenn es nicht der Rasenmäher ist, dann ist es die Farbe des Teppichbodens oder die Gardinenhaken oder irgendwie solche Dinge. Oder der neue Anbau oder was weiß ich. Jede Firma, die so unprofessionell arbeiten würde, die wäre schon längst pleite. Ich sage nicht, die Gemeinde ist eine Firma, das will ich damit nicht sagen. Aber da ist keiner so doof von den Chefs, die die Strategien entwickeln, sich um Rasenmäher zu kümmern. Sondern das wird wegdelegiert
Und das nächste Mal ist das Papier auf dem Tisch. Die drei Angebote gibt es. Das schlage ich vor und alle nicken und sagen super und fertig. Und dann ist das in einer Minute erledigt. Und dieses ganze Rumdiskutieren ist alles nur, um vor dem Eigentlichen wegzulaufen. Wir müssen vor Gott stehen, wir müssen beten. Wir brauchen die Salbung des Heiligen Geistes. Wir müssen uns vor Gott demütigen. Wir müssen voneinander Sünde bekennen. Wir müssen ehrlich werden, wir müssen Freunde werden. Ja? Älteste sind Aufseher der Seelen. Die Seelen sind ihnen anvertraut. Gibt es auch irgendwo Schriftstelle, habe ich jetzt gerade hier nicht parat, aber in Hebräer, glaube ich, ist es irgendwo. Ja, sie sind die Aufseher der Seelen. Ja, wenn wir Aufseher hören, dann denken wir vielleicht schnell so an Gefängnisaufseher oder KZ-Aufseher. Nein, das ist überhaupt nicht gemeint. Sondern mit Wohlwollen, mit den Augen Gottes schauen sie auf die Herde, wo mangelt es und was sind die Dinge, die schwach sind, die wir jetzt stark machen können und so weiter. Das ist ihre Aufgabe. Ja? Und sie wachen über die Lehre. Weil, ja, sie wollen ja, dass die Seelen wachsen, stark werden, ja. Und wie kommt das? Durch gesunde Lehre. Und sie werden sich viel Mühe geben, zu arbeiten im Wort und herauszufinden, was sind die Merkmale, wie sieht gesunde Lehre aus? Weil sie haben verstanden, gesunde Lehre bringt gesunde Gläubige hervor. Und kranke Lehre bringt kranke Gläubige hervor. Deswegen ist das, was verkündigt wird, nicht irgendwie eine Unterhaltung oder irgendwie so ein unbedeutender Punkt, sondern das ist das Zentrum der Gemeinde. Womit wird die Gemeinde ernährt? Welches Bild von Gott wird ihnen gegeben? Welche Eigenschaften werden ihnen vor Augen gemalt in einer solchen Weise, dass sie sagen, wow, genau das ist es. Und wie kostbar, das ist meine Berufung. Ein Mann der Demut zu werden, ein Diener zu werden, das ist es und das ist kostbar und das will ich haben. Solche Dinge kommen nur zustande durch das gepredigte Wort, auf keine andere Art und Weise, natürlich plus Vorbild. Ja? Das dürfen wir nicht vergessen. Ja? Und jetzt möchte ich etwas sagen über die Wiederherstellung von geistlicher Autorität. Jetzt komme ich zu meiner Headline zurück am Anfang, wo ich gesagt habe, das große Durcheinander kommt von einer schwachen Leiterschaft, die nicht willens ist und deswegen auch nicht fähig ist, die Ordnung Gottes durchzusetzen. Gott hat Autorität, nicht wahr? Er ist der Oberste, er ist König, er kann machen, was er will. Ja? Und er gibt einen Teil, einen kleinen Teil seiner Autorität an Älteste. Aber immer mit der mit dem Verständnis, das tun sie in seinem Sinne. Und dann werden diese Ältesten wieder einen Teil ihrer Autorität delegieren. An Jugendleiter, Lobpreisleiter, Büchertischtante, wie auch immer. Und es ist vollkommen klar, und das machen sie auch klar, wenn es kluge Älteste sind, jemand bekommt einen Arbeitsbereich mit der Vorgabe, du verwaltest diesen Arbeitsbereich in unserem Sinne. Das ist nicht deine Domäne, wo du jetzt machen kannst, was du willst. Und das ist, was viele Ältesten nicht durchsetzen. Und dann delegieren sie Sachen weg und dann auf einmal wundern sie sich, wie da der Jugendleiter sich selbstständig macht und die Jugend mitnimmt und es eine Gemeindespaltung gibt. Oder so eine Sache, wie ich erlebt habe, ich war in einer Gemeinde, das war gerade die heiße Phase, wo es um die Hütte ging und ich habe richtig mit vielen, vielen Beispielen und Zitaten und so weiter gezeigt, was für ein schreckliches Buch das ist und wie weit das weg ist von biblischen Realitäten. Und die Leiterschaft, die saß da vorne und die hat das auch wohlwollend zur Kenntnis genommen. Dachte ich, prima, super, hier läuft das alles schon, brauche ich gar nicht so viel zu reden. Dann gingen wir raus im Foyer und da stand der Büchertisch. Und ehrlich, ich habe nicht spioniert oder irgendwie. Ich ging raus und dann sehe ich das Buch Die Hütte. Und dann habe ich gesagt, entschuldige bitte, wie geht jetzt das? Ihr bejaht das, was ich sage, was Die Hütte für ein schreckliches Buch ist. Ja, und da liegt es auf eurem Büchertisch.
Ja, du musst verstehen, diese Schwester ist etwas speziell und die hat uns klar gemacht, das ist ihr Domäne und ihr Bereich und da haben die Ältesten nicht reinzureden. Und wenn sie ein Buch toll findet, dann darf sie das da auflegen. Habe ich gedacht, jetzt verstehe ich, warum in dieser Gemeinde nichts funktioniert. Jetzt verstehe ich, weil die Ältesten nicht Autorität verstehen. Wenn die Ältesten wachen über Lehre, dann muss doch jedes Gemeindeschaf vertrauen, die Bücher, die wir da auslegen, die sind nicht schädlich, die sind gut, die sind ausgewählt, die sind geprüft, die liegen da, weil man die bedenkenlos dann mitnehmen und kaufen kann und davon lernen kann. Es kann doch nicht sein, dass die Ältesten Hü machen und die Bücher die Tante macht Hott. Das kann doch nicht sein. Was ist denn das für eine Idee? Und ich werfe das nicht der Büchertischtante vor, sondern ich werfe das den Ältesten vor. Wieso haben sie nicht den Grips und den Verstand und den Hintern in der Hose zu sagen, liebe Schwester, wir möchten noch mal was klarstellen. Wir haben dir diesen Aufgabenbereich gegeben und den verwaltest du in unserem Sinne. Und wenn wir ein Buch so machen, ist es so. Und wenn es in Bayern wäre, host me. Ja, alles klar. Ja, das ist Autorität. Das ist nicht Bevormundung, ja? Vielleicht würde die Schwester das so verstehen, weil sie nicht Autorität versteht, ja? Und sie denkt, das ist jetzt ihr Gebiet, wo sie schalten und walten kann, wie sie das so richtig findet. Ihr Lieben, was für ein Missverständnis. So was geht auf keinem Schiff. In keiner Firma würde es so etwas geben, ja? Du bist am Fließband bei VW und du schraubst VWs zusammen und der Kollege neben dir sagt, ich bin Ford-Fan, ich baue hier ein Ford. Und die Firmenleitung weiß das. Ja, der ist ein bisschen strange. Die sagen, pass mal auf, hier ist VW, wir bauen VWs. Und wenn du Ford-Liebhaber bist und möchtest Ford bauen, super, dann such dir eine Stelle bei Ford. Hier werden VWs gebaut. Das versteht doch jeder, oder? Aber in der Gemeinde offensichtlich nicht. Viele Dinge, die in der Welt völlig normal laufen und nicht hinterfragt werden, klappen in der Gemeinde nicht, weil wir sind so nett. Und wir wollen ja keinen auf den Fuß treten. Wir wollen ja niemanden verletzen. Wir wollen ja nicht, dass jemand irgendwie jetzt gekränkt wird, weil wir in seinen Bereich eingreifen. Hallo, was ist das für eine Idee? Leiter heißen Leiter, weil sie leiten. Und sie geben vor, was, wie, wo, wie, wann geleitet wird. Das geben sie vor und niemand sonst. Und da könnte ich euch viele Beispiele erzählen und du denkst, ja, gibt es so etwas wirklich? Das sind alles keine ausgedachten, bis auf das Ford und VW, das ist ausgedacht. Einer der Ältesten sagt ganz klar, was von dem Roman Die Hütte zu halten ist. Und einen Tag später in der WhatsApp-Gruppe von der Gemeinde, eine liebe Schwester lädt ein, der Film Die Hütte ist jetzt in der Stadt, kommt alles, ein toller Film. Ich habe eine Frau in der Nachbarstadt und die betet ganz viel und die sagt, das ist ein gutes Buch und deswegen veröffentliche ich das hier in der Gemeinde WhatsApp-Gruppe. Merkt ihr, dass da irgendwas nicht hinhaut? Und diese Respektlosigkeit, diese Eigenmächtigkeit ist ein Riesenproblem. Und das liegt nicht an den Leuten, die jetzt eigenmächtig handeln, sondern das liegt an einer schwachen Leiterschaft, die nicht sich traut, sich durchzusetzen und die nicht sagt, pass mal auf, du hast das ganz falsch verstanden. Du machst deinen Bereich, Anbetung, Jugendleitung, Büchertisch, Kinderdienst, du machst den in unserem Sinne. Und das sind unsere Vorgaben und das sind die Dinge, die wir in deinem Dienst sehen wollen. Und wenn dir das nicht gefällt, wenn du das nicht möchtest, wenn du andere Ideen hast, du darfst andere Ideen haben, aber nicht hier in diesem Dienst. Das erlauben wir nicht. Und weil man Angst hat, man tritt jetzt Menschen zu nahe und man kränkt sie und sie sind dann vielleicht verletzt. Vielleicht gehen die sogar aus der Gemeinde. Und bevor sie aus der Gemeinde gehen, werden sie noch ein paar Freunde heiß machen und kleine Fraktionen bilden und dann mit großem Gestank austreten. Und Mensch, stell dir vor, der Vater von dem einen da, das ist einer der größten Geldgeber für die Gemeinde. Wenn der uns von der Fahne springt, ja was denn dann? Wer zahlt denn dann das Gebäude? Wer zahlt denn die Gehälter? Wenn Leiterschaft erpressbar ist, ist fertig. Ich erzähle euch eine Geschichte. Ich war eingeladen in eine Gemeinde. Zum Dienen, habe mich gefreut und
dann kurz vorher erfahre ich, und das habe ich nicht gesucht, ich habe auch nicht recherchiert, ich habe mir sowas nie für möglich gehalten, ich erfahre, weil jemand mir das so als Information gibt, sagt, weißt du, dass im Lobpreisteam von dieser Gemeinde ein Pärchen ist, die zusammenleben, die nicht verheiratet sind? Ich sage, nee. Ich rufe den Pastor an und sage, stimmt das? Ich habe dieses Gerücht gehört, dass ihr da ein Pärchen habt im Lobpreisteam, die leben zusammen, die sind nicht verheiratet. Ja, dann druckst du rum und ja, das ist so. Ich sage, weißt du was? Ich sage meinen Dienst ab, ich komme nicht. Ich werde nicht in einer Gemeinde dienen, weil ich meine Zeit nicht verplempern will, weil ich nicht Perlen vor die Säue werfen will. Bitte, ich sage nicht, der Pastor ist eine Sau, aber er kann mit den Perlen, die ich austeile, gar nichts anfangen, weil er das gar nicht versteht. Weil er nicht versteht, wie kostbar das ist und wie hilfreich und wie gesegnet das ist. Er versteht das gar nicht. Und er denkt, er kann sich solche Kompromisse erlauben. Und hinterher habe ich festgestellt, habe ich dann erfahren, er wollte was tun mit dieser Sache, wo also dieses Pärchen in Unzucht lebte. Und dann ist der Lobpreisleiter ihm entgegengetreten und hat gesagt, pass auf, wenn du diese Sache anrührst, wenn du dich da einmischst, wenn du da sagst, das geht nicht mehr, dann werde ich und mein ganzes Lobpreisteam abtreten. Und da hat er den Schwanz eingezogen und hat gesagt, dann lassen wir es lieber so. Ist das nicht eine Schande? Ist das nicht erbärmlich? Was hätte er tun müssen? Also pass auf, danke, ihr seid alle abgesetzt. So eine Respektlosigkeit, so ein Unverständnis von Autorität in der Gemeinde. Ich lasse mich doch nicht von euch erpressen. Ich muss tun, was das Wort sagt. Und wenn da Sünde ist, dann handle ich. Und wenn ihr meint, ihr droht mir damit abzusetzen, ich setze euch jetzt ab. Lieber nächsten Sonntag singe ich a cappella, als dass ich ein korruptes Lobpreisteam habe, das mir in den Rücken fällt. Verstehst du, das ist das Problem. Keine Werte, keine Hingabe an das Wesen Christi, an die Wahrheit, sondern einfach nur, der Laden muss laufen. Der Laden muss laufen, das ist das oberste Gesetz. Ich kannte eine Gemeinde, die wollten auch alles schön machen, aber das Problem, die hatten keinen Schlagzeuger. Weißt du, was die gemacht haben? Die haben aus der Welt sich einen Schlagzeuger gemietet. Der kam dann Sonntag für Sonntag, hat da lustlos Kaugummi kaut, da sein Ding gemacht. Und wenn der Lobpreis fertig war, hat er sein Köfferchen genommen und ist nach Hause, hat seine 50 Euro kassiert und ist nach Hause gegangen. Oder ich glaube, es waren noch D-Mark-Zeiten, also 50 D-Mark. Und dann ging er nach Hause. Wieso merkt das keiner, dass das eine Beleidigung Gottes ist, wenn wir Heiden einladen für den heiligen Lobpreis? Wieso kriegt das keiner mit? Das ist okay. Hauptsache, wir haben Schlagzeuger. Hauptsache, das Bild stimmt. Was ist das für eine Vorstellung? Kein Verständnis der Heiligkeit Gottes. Die Leviten, das mussten alles exzellente Leute sein. Da konntest du nicht einen Penner von der Straße nehmen. Und wo kommt das alles her? Wo kommen solche Auswüchse her, solche Ideen, solche abstrusen Geschichten? Wo kommt das her? Weil man Gott nicht kennt. Weil man einfach abguckt, wie machen die Gemeinde und so machen wir das auch. Und dann passt es schon irgendwie. Aber nicht sagt, was sind die Werte, was ist das Fundament? Ich sitze manchmal mit Ältesten und sage, erzählt mir, worum es euch überhaupt gibt. Und die wissen keine Antwort. Ja, wir haben Gemeinde, weil es ist Sonntag, da hat man Gemeinde, da geht man in die Gemeinde. Ich sage, das ist die Begründung, dass es euch gibt. Das kann doch nicht sein. Da fehlt es an so vielen Stellen, an Echtheit, an Dinge, die der Geist geboren hat, einfach nur aus dem Fleisch kopiert und nachgemacht und dann wird es schon irgendwie passen. Also, jetzt muss ich mal wieder zu meinem Konzept hier zurück. Sie sind verantwortlich für die Lehre. Hör mal, was wir hier lesen. 1. Timotheus 1,3, wie ich dich bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnte, in Ephesus zu bleiben, das ist Paulus zu Timotheus, in Ephesus zu bleiben, damit du etlichen Leuten gebietest, nichts anderes zu lehren. Das lass dir mal auf der Zunge zergehen. Die waren überhaupt nicht tolerant für andere Ideen. Die waren überhaupt nicht offen. Die haben gesagt,
Das, was Paulus gebracht hat, das ist das Evangelium und das bringen wir hier. Und Timotheus, da gibt es jetzt ein paar Leute, die gehen aus der Spur und du sorgst dafür, dass es aufhört. Nach unserem heutigen Verständnis, was willst denn du? Ich habe das so aus dem Wort bekommen, Gott hat mir das offenbart. Und wenn das nicht mit deiner Lehre übereinstimmt, vielleicht hast du ein Problem. Also ich jedenfalls werde das weiter lehren und wenn das der größte Blödsinn ist, ja, überhaupt kein Verständnis von Autorität der Ältesten. Sie geben die Lehre vor. Und dann passieren solche kuriosen Dinge. Da gibt es irgendeinen in der Gemeinde und der hat einen Fanprediger. Und er möchte unbedingt, dass der auch in die Gemeinde eingeladen wird. Und die Ältesten sagen, nee, das sehen wir nicht so. Und was macht er? Dann lade ich den in mein Wohnzimmer ein. Das geht euch ja nichts an. Das ist ja privat. Hallo. Das sind jetzt alles keine erfundenen Geschichten. Das sind reale Sachen, die passiert sind und die wahrscheinlich jetzt immer noch passieren. Da ist kein Verständnis. Ja? Denn diese Idee, ja, der gebietet mir nichts anderes. Haben wir denn nicht Redefreiheit in der Gemeinde? Leben wir nicht in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Haben wir nicht Meinungsfreiheit? Ja, du hast Meinungsfreiheit. Aber du hast nicht Redefreiheit in der Gemeinde. Du bist verpflichtet, wie jeder andere auch, im Rahmen der Lehre dich zu bewegen, die Ältesten vorgeben. Und wenn dir das nicht gefällt, dann darfst du gerne deine Sachen bringen, aber nicht in dieser Gemeinde, sondern woanders. Dann findest du eine Gemeinde, die diese schrägen Sonderlehren akzeptiert oder du machst selber eine auf. Aber hier nicht, solange du hier bist, läufst du in der Spur, die wir als Älteste vorgeben. Und das ist das Problem. Da kriegen die Ältesten Skrupel und denken, oh ja, nee, also das ist ja schon wie Sekte. Wir greifen hier in das Privatleben ein. Wir sagen hier, wo es lang geht. Also es gibt ja auch eine Vielfalt. Und versuchen dann, ihre Angst, sich durchzusetzen, zu beschönigen und zu nett zu reden und sich selber schön zu reden. Also wenn Timotheus den Auftrag hat, zu gucken, dass keiner anders lehrt, und natürlich anders heißt anders als Paulus, anders als die Apostel. Keiner darf anders lehren. Dann war das kein Vorschlag, dann war das keine Empfehlung, dann war das nicht ein Wunsch, sondern das war eine Anweisung. So funktioniert es hier. Wir bewegen uns in dem Strom dieser Lehre. Punkt, fertig, aus. Darüber wird nicht diskutiert. Die Ältesten bestimmen die Richtung der Lehre. Das ist geistliche Autorität. Und sie müssen stark werden, ohne Ängste. Ja? Und wie ich gesagt habe, jeder Chef bei VW fühlt sich nicht schlecht, den zu ermahnen, der da einen Ford zusammenschraubt. Sagt du, Entschuldigung, hier ist VW. Ford-Liebhaber, prima, aber nicht hier. Und er fühlt sich nicht schlecht dabei und denkt nicht, oh, jetzt habe ich den aber eingeengt, jetzt habe ich den in seiner persönlichen Freiheit beschränkt. Oh weia, der ist jetzt vielleicht ganz verletzt. Wir wissen noch nicht mal den Unterschied zwischen verletzt sein und gekränkt sein. Das ist unser Problem. Ja? Und wir sind so nett und wir sind so lieb. Ja? Und wir wollen nicht, dass irgendeiner gekränkt ist. Und wir denken, das ist was ganz Schlimmes, wenn jemand seinen Dienst nicht ausfüllt als Jugendleiter oder als Hausgastleiter und wir ermahnen ihn, versuchen ihn zu lehren und zu helfen, in die Spur zu kommen und es funktioniert nicht und wir setzen ihn ab. Und dann holt er seine Freunde zusammen, die haben mich verletzt. Kennst du den Unterschied zwischen Verletzung und Kränkung? Verletzung hat immer etwas mit Ungerechtigkeit zu tun. Aber jemanden, der nicht in der richtigen Spur läuft, abzusetzen, ist keine Ungerechtigkeit, sondern es ist Gerechtigkeit. Seid ihr dabei? Und Leute werden ermahnt und dann, du, jetzt hast du den aber verletzt. Wir denken, die höchste Tugend ist, nett zu sein. Zeig mir mal Jesus in der Bibel, der nett ist. Der ist manchmal alles andere als nett, aber er ist immer Liebe. Ja? Er kommt in ein Haus und das Erste, was er sagt, ihr Narren und Heuchler. Ja, das macht man doch wirklich nicht. Da lobt man erstmal die Suppe und wartet ab. Vielleicht später beim Dessert kann man ein paar dezente Hinweise geben.
sich so ranpürschen. Das ist das Erste, was er sagt, ihr Narren, ihr Heuchler, Otterngezücht und was er denen alles an den Kopf wirft. Ja, also das muss doch ein Druckfehler sein, das kann doch nicht Liebe sein. Gott ist Liebe und alles, was Gott tut und was Jesus getan hat als Gott auf der Erde, das ist Liebe. Und die waren so verhärtet und so verrannt in ihrem Stolz, dass es nur noch eine Chance gab, sich zu schocken, in der Hoffnung, die würden anfangen zu fragen, du bitte erklär uns, wir schätzen ja deine Lehre, wieso nennst du uns Heuchler? Wir verstehen das nicht, aber sag uns doch bitte. Da hätten sie Offenbarung bekommen, aber stattdessen kamen Mordgedanken in dem Herzen. Und du kannst viele, viele Beispiele nehmen, ja, wo Jesus provoziert, wo er in Konflikte geradewegs hineingeht. Niemals ist die Weisheit, einen Konflikt zu ersparen und zu umgehen und zu übergehen. Ja? Da ist der mit dem verdorrten Arm am Sabbat in der Synagoge, ihr kennt die Geschichte. Ja? Und der sitzt vorne in der ersten Reihe. Der Text sagt es nicht, aber ich vermute, die haben den gekauft. Haben gesagt, pass auf, wir geben dir 5 €, komm mal am Sonntag in die Kirche und setz dich gleich vorne hin. Und die sitzen in der hinteren Reihe und gucken, was passiert. Weil sie wollten sehen, ob Jesus dieses ganz schlimme Ding tut, am Sabbat zu heilen. Das war ihr Problem. Ja? Und dann heißt es, Jesus kannte ihre Gedanken. Der wusste ganz genau, was sie inszeniert haben. Der wusste, was die wollten. Der wusste, die stellen ihm jetzt eine Falle. Und wenn er jetzt heilen würde, dann hätten sie Argumente zu sagen, er ist wirklich der Bösewicht und er muss weg. Wo bleibt denn da die Weisheit? Jesus hätte doch ganz dezent während der Predigt rübergehen können, hätte dem ein Zettelchen zugesteckt. Triff mich nach dem Gottesdienst in der Sakristei. Stattdessen sagt er, du, steh mal auf. Was glaubst du, wie die Luft gebrodelt hat? Die waren schon voller Triumphgeheul, haben gesagt, jawohl, jetzt haben wir, der wird jetzt heilen und wir sind Augenzeugen, Videokamera läuft auch und dann haben wir alles dokumentiert und dann kriegen wir ihn ran. Und trotzdem hat Jesus ihn geheilt und hat die Bosheit ihres Herzens offenbar gemacht und sagt, was ist besser am Sabbat, Gutes zu tun oder Böses zu tun? Ja. Jesus hat nicht Konflikte gescheut. Und wenn wir den heiligen Gott nicht kennen, wenn wir nicht befreit sind von Menschenfurcht, dann haben wir eine Devise, wir wollen als Leiter Konflikte vermeiden. Und das hat Jesus nie getan. Das hat er nie getan. Und das ist der große Unterschied zu vielen Pastoren und Leitern heute und unserem glorreichen Vorbild Jesus. Das ist ein wichtiger Unterschied. Wir können nicht in Leiterschaft dienen, solange da der Heilige Geist, diese Menschenfurcht und Menschengefälligkeit, das ist ja ein Ding, das gehört ja zusammen. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Bevor der Heilige Geist das nicht in uns getötet hat. Wir können nicht wirklich effektiv leiden. Wir werden immer Angst haben vor der Masse. Wir werden Angst haben, irgendwas passiert. Und die fangen an zu reden oder die laufen weg und der reiche Geschäftsmann lässt uns im Stich und dann sitzen wir da mit dem Gebäude und können nicht bezahlen und wir malen uns alles aus und sind nur in Panik. Wir sind geängstigt und gebunden und müssen Menschen gefallen. Ach, hier haben wir die Schriftstelle mit dem Gehorchen. Stell dir das mal vor. Ja? Jesus ist der Herr und er hat erwartet, dass die Menschen ihm gehorchen. Ja? Wir hatten die Schriftstelle Johannes 3, 36. Wer an mich glaubt und wer nicht gehorcht. Ja? Die Schriftstelle hatten wir. Ja? Und jetzt auf einmal, jetzt sollen wir nicht nur Jesus gehorchen, jetzt müssen wir auch der Leiterschaft gehorchen. Und wie viele Leiterschaften kennst du, die ohne zu protzen und das herauszustellen und zu missbrauchen, sich dahinstellen und sagen, natürlich Leute, Gott hat mir das gegeben und ich erwarte, dass ihr all die Dinge, die ich von Gott euch aus diesem Buch sah, dass ihr denen gehorcht. Ich erwarte, dass ihr mir gehorcht. Nee, das kann man nicht sagen. Also bitte, wir sind doch keine Sekte. Jeder ist doch frei. Das ist unsere Vorstellung. Das ist einfach der humanistische, nette, menschenfürchtige Geist, der mit Bibelleiterschaft nichts zu tun hat. Ich weiß, dass ich spät bin auch schon zur Hälfte durch.
Nein, nein, das war jetzt ein Scherz. Ich bin schon zu zwei Dritteln durch. Gehorcht euren Führern. Wie viele Pastoren kennst du, die sich hinstellen und sagen, Gott erwartet, dass ihr mir gehorcht? Ja, sowas sagt man doch nicht. Das geht doch gar nicht. Ist doch alles freiwillig. Ja, aber wenn wir das Konzept haben von einem heiligen Gott und von Jüngerschaft, dann, nachdem wir eingetreten sind, ist nichts mehr freiwillig. Dann sind wir unter dem Mandat. Wir sind unter der Erwartung zu gehorchen. Ja? Paulus sagt, wie ihr allezeit gehorsam wart in meiner Abwesenheit oder wenn ich da war, seid es auch in meiner Abwesenheit. Der hat sich nicht geschämt zu sagen, ihr gehorcht mir. Das ist völlig normal, das ist der Wille Gottes, da kann ich doch nichts für, das hat er bestimmt. Zweite Korinther, Kapitel 13, Vers 10. Darum schreibe ich euch dieses abwesend, damit, wenn ich anwesend bin, nicht Strenge gebrauchen müsse nach der Vollmacht, die der Herr mir gegeben hat, zum Erbauen und nicht zum Zerstören. Der sagt, Leute, ich kann auch anders. Und manchmal muss gebaut werden durch Strenge. Paulus sagt, seht die Güte und die Strenge Gottes an. Gott ist nicht nur gut. Das ist die große Täuschung von Roman Hütte und von allem, was danach gekommen ist. Das war nur so ein Türöffner. Und das ganze Zeug mit Hypergrace und so weiter, das ruht alles in diesem falschen Gottesbild. Ja? Gott ist nett, Gott ist lieb, aber er erwartet keinen Gehorsam. Und das ist ein zerstörerisches Bild. Und mit einem falschen Gottesbild können wir nicht eine neutestamentliche Gemeinde bauen. 2. Thessalonicher, Kapitel 3. Wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, Paulus hat Briefe geschrieben und hat erwartet, dass die Gemeinden das dem Folge leisten und gehorchen. Und er war sogar so frei und ungeniert, dass er das sogar ausgedrückt hat und gesagt hat, wenn ihr meinem Brief nicht gehorcht, ja, dann den müsst ihr bezeichnen, benennen, und habt keinen Umgang mit ihnen. Ja, was kann denn Paulus bestimmen, mit wem ich Umgang habe? Bitte schön, das entscheide ich ja wohl selber. Genau das ist das Problem. Wir haben so viel Stocken und Knarren und Knarzen und Quietschen und Rumeiern in der Gemeinde wegen genau dieser Idee. Lass doch die Ältesten reden. Ich bin sowieso nicht wegen der Ältesten da. Ich bin nur hier, weil ich ein paar Freunde habe. Und mit denen bin ich hier. Mit den Ältesten sowieso liege ich über Kreuz. Wenn jemand kein Vertrauen zur Ältestenschaft hat, dann soll er schleunigst die Gemeinde verlassen und soll sich eine Gemeinde suchen, wo er Vertrauen hat zur Ältestenschaft. Hallo. Danke für das einsame Amen. Hier gibt es noch mehr Leiter. Könnt ihr auch mal Amen sagen oder was ist mit euch? Seid ihr jetzt so geblättet von dem, was hier ist? Alles nur Bibel. Ist nichts Besonderes. Aber weil wir voll von dem humanistischen Gift sind, denken wir, oh, Hilfe, ein Schocker nach dem anderen. Ja? Wir sind religiös gehirngewaschen und wir verstehen Autorität nicht. Und deswegen funktioniert der ganze Laden nicht. So ist es. Paulus ging sogar so weit, dass er sagte, seine Vollmacht beinhaltet auch, dass er Irrlehrer, die nicht hören wollen und die das Volk Gottes verwirren, dem Satan übergibt zur Zerstörung ihres Leibes. Kannst du dir vorstellen, wenn heutzutage irgendein geistlicher Leiter sich hinstellen würde in der Öffentlichkeit und würde sagen, diesen Irrlehrer, der hier so viel Schaden anrichtet, den habe ich jetzt dem Teufel übergeben, pass auf, was in den nächsten wenigen Wochen passiert. Das Volk würde aufstehen und empören über so eine Lieblosigkeit. Was bildet er sich ein? Ist er Gott? Nein, er ist nicht Gott, aber er handelt im Auftrag Gottes. Also Paulus hat nicht nur so etwas getan, sondern sogar öffentlich bekannt, dass er das getan hat. Seht ihr, was für ein Verständnis von Autorität? Und er hat sich nicht am Abend schlecht gefühlt, oh weia, was habe ich jetzt da gesagt? Jetzt denken die alle schlecht über mich, jetzt denken die, ich bin der Tyrann, der hier reihenweise irgendwie die Leute abmäht. Das ist 1. Timotheus 1,20 und 2. Timotheus 2,18. Die werden dem Satan übergeben, damit sie gezüchtigt werden, nicht mehr zu lästern. An einer anderen Stelle heißt es, damit
sage ich immer mit meinen Worten, ihre irdische Existenz beendet wird, aber ihr Geist gerettet wird. Die werden sterben. Die werden sterben. Der Apostel gibt Menschen dem Satan, der Schutz Gottes ist weg, weil Gott sich zu seinem Entscheid und Beschluss stellt. Der Schutz ist weg, der Teufel kann voll zulangen und diese Person wird sterben. Möchten wir, dass der apostolische Dienst wieder aufgerichtet wird? Oh, was glaubst du, wie schnell sich Dinge sortieren würden, wenn wir erstmal Männer von diesem Format hätten, die so etwas tun können und es auch wirklich tun. Da würden eine ganze Reihe von Irrlehrern, die hier das Volk Gottes verwirren und durcheinander bringen, ganz schnell ihren YouTube-Kanal zumachen müssen. Aber weil wir in solcher Blindheit sind, weil wir Autorität nicht kennen, weil wir gesunde Lehre nicht unterscheiden können von kranker Lehre, deswegen haben wir dieses Riesendurcheinander. Und Gottes Lösung ist, Autorität wird wieder aufgerichtet. Nicht nur Autorität der Ältesten, auch der apostolische Dienst, der Dienst von Aposteln wird wieder kommen. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauert, aber das wird kommen. Ohne das wird die Gemeinde niemals die Braut werden, weil wir zersplittert sind in tausend Richtungen. Aber Gott ist ja nicht versplittert, Gott hat nur eine Richtung und das ist sein Wort, die Wahrheit. Punkt, fertig, aus. Und wie lesen wir am Anfang? Ja? Sie blieben in der Lehre der Apostel. Ich frage immer gerne, okay, überleg mal, Apostelgeschichte 2, wie viele Konfessionen gab es denn da? Die kannten nicht immer das Wort Konfessionen. Ja? Die haben einfach gesagt, du, die Apostel sind von Jesus gesetzt und die lernen uns das Wort Gottes und das tut uns gut. Wir sehen da die Frucht in unserem Leben und wir bleiben in dem, was die lernen. Und wir kommen gar nicht auf die Idee, irgendwelche anderen Sachen da zu machen. Das kam ein bisschen später. Aber die waren außerhalb der Gemeinde und wenn sie innerhalb der Gemeinde war, dann wurde mit ihnen gehandelt. Draußen kann Wildwuchs sein und kann Durcheinander sein, aber in der Gemeinde muss Klarheit sein. Muss eine klare Richtung und Linie sein. Aber weil wir humanistisch sind, weil wir gar nicht glauben, dass es die eine gesunde biblische Lehre gibt, deswegen sind wir tolerant und lassen alles Mögliche stehen. Die müssen ja nicht alle mit mir übereinstimmen. Nein, müssen sie auch nicht. Sie müssen mit dem Wort und mit dem Heiligen Geist übereinstimmen. Das ist notwendig. Ich komme gleich zum Schluss. Also bald. Lass mich noch ein bisschen Beispiele geben. Dann wird es immer deutlich, warum Sachen nicht funktionieren. Wir waren in einer Bibelschule und diese Bibelschule hat auch eine Gemeinde. Sehr sinnvoll, damit die Bibelschüler gleich sehen, was sie nachher bauen sollen. Ist ja absolut sinnvoll. Ja? So. Dann haben wir uns gewundert, dass die Mitarbeiter aus dem Bibelschulteam zum Teil am Sonntag gar nicht in der Gemeinde sind. Und dann haben wir gefragt, ja, wie ist das, müssen die nicht da auch in der Gemeinde sein? Doch, es gibt im Arbeitsvertrag, und da steht drin, sie verpflichten sich, am Gemeindeleben teilzunehmen. Und ich sage, ja und? Wir sind aber nicht da. Ja, ich kann die ja nicht zwingen. Kannst du dir sowas vorstellen? Die haben unterschrieben im Arbeitsvertrag, ich arbeite in der Bibelschule und sonntags bin ich Teil der Gemeinde. Und dann machen die das nicht, was sie versprochen haben. Und der Leiter kommt dann dahin, ja, was soll ich machen? Kann die ja nicht zwingen. Wenn wir Anweisungen geben, das weiß jedes Elternpaar, wenn wir Anweisungen geben, die nicht mit Sanktionen bewährt sind, funktioniert die ganze Sache mit unseren Kindern überhaupt nicht. Wir sagen, das möchte ich, dass du tust. Bis heute Abend hast du dein Zimmer aufgeräumt. Und wenn nicht, hat das Konsequenzen. Und wenn wir diese Konsequenzen dann nicht durchsetzen, ach, das arme Kind, das tut mir leid und nachher denkt es noch, ich bin eine schlechte Mutter und nee, das wollen wir ja nicht. Ihr Lieben, versuch mal so deine Kinder zu erziehen. Das wird nie funktionieren. Die müssen wissen, was du vorgibst, das erwartest du auch und du hast Mittel und Wege, das durchzusetzen. Ich meine, ich weiß, moderne Erziehung heute mag sowas nicht mehr. Und ich finde das als Zwang. Ja? Aber wenigstens die letzten Tausende von Jahren hat es so funktioniert. Jetzt neuerdings kriegt man andere Ideen. Ja? Und die Leute reden von partnerschaftlicher Erziehung auf Augenhöhe. Und man muss dem Kind seine Freiheit lassen, das muss sich voll entfalten.
hey, das hat alles 1700 noch was der Rousseau erfunden, ja? Und er war so unfähig in der Praxis, dass er alle seine Kinder ins Kinderheim geschickt hat. Und dann hat er tolle Bücher geschrieben und die moderne Pädagogik, das kommt alles von da. Den Kindern Freiraum lassen auf Augenhöhe und die müssen sich kreativ entfalten. Die wissen schon selber, was gut ist. Wissen das deine Kinder, was gut ist? Ja, vielleicht, wenn du ihnen gesagt hast, was gut ist. Ja? Und diese Mentalität, dieser humanistische Geist, diese falsche Liebe, das ist das dickste Problem, was wir haben in der Gemeinde. Und Gottes Antwort ist, Autorität wird wiederhergestellt. Und da werden Menschen sein nach dem Herzen Gottes, die keine Angst haben zu sagen, das hat Gott mir aufgetragen und da geht's lang. Und wenn du das nicht möchtest, wir werden nicht streiten, wir werden dich nicht beschimpfen, wir werden nicht mit dir kämpfen, aber wir senden dich aus. Wer sucht, der findet. Finde eine Gemeinde, wo du das leben kannst. Hier nicht. Hier bestimmen wir. Wir sind nämlich vor Gott verantwortlich, das so zu machen, wie es in diesem Buch steht. Wie viele Leiter kennst du, die so einen Hintern in der Hose haben? Das ist unser Problem. Wir haben ein falsches Verständnis von Autorität und von Liebe. Das ist unser Problem. Und Gott wird das lösen. Halleluja. Und wir, die wir an diesem Seminar teilnehmen, wir werden unseren Platz einnehmen und wir werden kämpfen für Wahrheit und für Gerechtigkeit. Und wir werden kämpfen, dass eine neue Sicht kommt. Unser Problem ist nicht, wir brauchen Gemeindewachstumskonzepte, wir müssen Gott kennenlernen. Seine Liebe. Älteste haben nichts anderes zu tun, als in der Liebe Gottes den Menschen zu begegnen. Und mit ihnen so umzugehen, wie es Jesus tun würde. Das ist die Aufgabe. Ja? Und da ist dieses fundamentale Prinzip für Gemeinde, für Gemeindebau, für Seelsorge. Gott widersteht dem Stolzen. Und dem Demütigen gibt er Gnade. Und wie viele Pastoren habe ich getroffen, die geben den Stolzen Gnade und hinterher bezahlen sie teuer dafür. Nur weil der begabt ist, weil der gut spielen kann, weil der rhetorische Fähigkeiten hat, weil der irgendwas hat. Aber kein Herz für Gott, kein Herz für die Wahrheit, keine Demut. Okay, ich glaube, in meinem Konzept sind noch ein paar Dinge, aber ich werde jetzt hier euch entlassen. Ihr bekommt ja das Konzept angeboten und da findet ihr dann noch ein paar andere Sachen dazu. Aber ich denke, das Wesentliche habe ich doch irgendwie versucht zu beschreiben. Wiederherstellung von echter Autorität, die aus Wohlwollen leitet und schützt und gebietet. Aus Wohlwollen für das Ganze. Nicht herrscht, bedrückt, manipuliert und unterjocht, sondern ein Raum der Freiheit schafft, wo alle die, die willig sind, Christus nachzufolgen, ihren Platz in der Gemeinde finden können. Macht das Sinn? Halleluja, seid gesegnet. Herr, wir danken dir für deine genialen Pläne für Gemeinde und dass dein Heiliger Geist so anders ist als der Geist der Welt. Und öffne doch uns allen bis in die letzten Feinheiten die Augen, um den Unterschied zu sehen zwischen dem Geist der Welt mit seiner Liebe und mit seiner Toleranz und mit seinem Verständnis und dem Heiligen Geist zu sehen und uns dann für die Wahrheit zu entscheiden und zu sagen, in meinem Hauskreis, in meiner Familie, da wo Gott mich gesetzt hat, da wird nach diesen göttlichen Prinzipien gearbeitet. Und wenn alle weglaufen, dann fange ich nochmal von vorne an. Ich bin nicht erpressbar, sondern ich bin verpflichtet den Wahrheiten aus Gottes Wort. Und er wird mir helfen und er wird sein Wort segnen und bestätigen. Danke, Herr, für deine Geduld mit uns. Danke, dass du dir diesen Kladderadatsch so lange angeguckt hast. Und wir danken dir, dass wir spüren, es kommt eine neue Zeit, es kommt ein neuer Wind, es kommt ein neues Verständnis von Gemeinde. Und 5, 10, 15 Jahre von hier, viele neue Gemeinden werden entstehen, ohne diesen ganzen Quatsch und bürokratischen Überbau und Verbände und Konfessionen und diesen ganzen Sachen, sondern einfach nur auf dich ausgerichtet, dir nach, in deiner Art und Weise und in deinen Wegen. Danke dafür, dass du das vorgenommen hast und hilf uns, Teil zu sein von diesem gewaltigen Projekt, Wiederherstellung der neutestamentlichen, herrlichen Gemeinde. Amen. Amen, Amen, Amen. Amen.